Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect Andromeda. Mein Name ist Stormacher. Ja, gestern hatten wir, hatten wir hier aufgehört an unserem neuen, nennen Sie mal Außenposten. Und waren ja eigentlich damit betraut, jetzt das Lager zu finden. Und das habe ich jetzt mal markiert, da oben ist es. Also, da. Mitte, und da müssen wir jetzt mit unserem Nomad hinfahren. So war das. Da sollten wir ja den Onkel dieses einen Typen rausholen, und das machen wir jetzt auch mal. Denn es kann jetzt angehen, dass die Cat hier Leute entführen und hier quasi eine Art Konzentrationslager richten. Das geht ja nicht. Das? Das hört sich komisch an. Ja, es ist es. Ich weiß aber nicht, ob wir da einfach so hin können oder ob das vielleicht stärker bewacht ist. Also ich würde mal schauen, dass es stärker bewacht ist, aber... Das Cat-Arbeitslager, ja, danke. Georg gesprochen hat. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Ja, aber ich sehe damit keine Wachen, das irritiert mich so ein bisschen. Ich würde ein... Ja, okay, jetzt sind sie aufgeploppt, die Gegner, auf dem Radar. Da sehe ich was. Das schauen wir uns mal an. Da ist jemand. Das ist einer von den Typen, die hier kämpfen. Also, nicht von den Cat, aber... der Rasse, die die Kette unterdrücken. Gucken wir mal. Ja. Ja, da oben, da sollen wir hin. Da sollen wir hin. Oh, da ist der Erste. Ich glaube, wenn wir einen guten treffen, ist der weg. Hä? Warum stehe ich denn noch? Schon sagen. Ich habe keinen Kopf mehr gehabt. Also wenn wir einen Schwachpunkt von dem treffen, dann ist es auf jeden Fall kritisch. Aber das dürfte nicht der einzige gewesen sein. Wir kriegen's mit Cat zu tun. Ja, das war auch unschwer zu erwarten, wenn wir ein Cat-Lager angreifen, dass wir es dann mit Cat zu tun bekommen. Sind Sie hier, um uns zu retten? Die Steuerkonsole, um das hier abzuschalten, ist da drüben. Drüben heißt was? Da sind welche. Sobald ich eine Waffe habe, werde ich diese Kämpfer vernichten. Er hat eine Waffe. So. Na eben, ne? Komm, da, da. Aus der Luft haben wir gefischt hier. Ne, müssen wir anders machen.
Das müssen wir anders machen. Immerhin werde ich bezahlt. Mal gucken, ob wir den Typen da, den wir da getroffen haben, noch einmal vielleicht hinkriegen. Den zuerst nochmal steppen. Vielleicht probier es mal in ein bisschen andere Richtung diesmal beim ersten Anlauf hier. Der hat uns jetzt zumindest schon mal gesehen. Das ist. Naja, nicht um den. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Aber der ist weg. Dumm. Ich schieß den da den Kopf weg und der merkt das nicht. Also zumindest sein Kumpel neben dran mit nicht. Sniper Skill. Das ist ein bisschen zu weit weg noch. Der größte Teil ausgehalten. Sind Sie hier, um uns zu retten? Die Steuerkonsole, um das hier abzuschalten, ist da drüben. Sobald ich eine Waffe habe, werde ich diese Kette vernichten. Lebenserhaltung ist wieder online. Okay. Die von Verstärkung. Das ist prinzipiell schlecht. Ja, ich guck gerade, die stellen mir mal vor. Ja, da haben wir aber neue. Alle. Kann ich kriegen, aber das scheint nicht der Fall gewesen zu sein.
Wer kann den mal wegmachen? Der stört nämlich. Danke. Ich habe übrigens auch die, vielleicht lässt man noch alle Dinges dabei, alle Kräfte aufgebaut, also wir dürfen da deutlich mehr machen können. Ich habe meine Kräfte von wegen Verbrennung und Belastung erhöht und auch noch unseren Betäubungsschuss etwas höher gelevelt. Und bei Cora, glaube ich, habe ich Nova noch ein bisschen stärker gemacht. Belüftete Lauf. Präzisionsgewehr. PG. Noch mehr Gefangene, logischerweise. Deaktivieren Sie die Barriere. Mach ich doch. Es wäre schön, wenn du uns helfen könntest. Minus 30 Grad. Das ist noch die normale Temperatur. Eine Temperaturabfall. Deaktivieren Sie die Barriere! Schnell! Damit kommen Sie nicht durch! Haben wir das jetzt so weit geklärt? Ja, mache ich aber noch nicht auf. Weil wir hier noch auch einen haben und das scheint auch einer der Ziele zu sein, oder ist das noch nicht der? Könnte natürlich sein, dass das Missionsziel gerade drin ist, weil sie den irgendwie stärker bewachen oder so, ja. Holen Sie mich hier raus! Ich werde diese Kette umbringen! Ist das jetzt hier der gewesen, oder? Nicht wieder reden. Was ist denn der Typ? Da ist jemand. Ja, das scheint ja zu sein. Ja, ist er. Gerade rechtzeitig. Ich hätte uns höchstens noch einen Tag gegeben. Hauptsächlich wegen Iranas Beschimpfung. Verstehen Sie, was ich meine? Wir schulden Ihnen was. Wie haben Sie uns überhaupt gefunden? Spielt das eine Rolle? Wichtig ist nur, dass Sie frei sind. Guter Punkt. Der Widerstand muss informiert werden. Wir kehren so schnell wie möglich zur Basis zurück. Interessant. Anscheinend brauchen wir unsere Retterin für mehr als eine Rettung. Könnten Sie dieses Laufwerk nach Techix bringen? Wenn wir zusammenarbeiten, verschwenden wir keine Zeit. Was ist auf dem Laufwerk drauf? Ein Code der Cat, den wir bei dem Versuch, in ihre Einsatzzentrale einzudringen, gestohlen haben. Die Cat haben nie erkannt, wie viel wir aus ihrem Netzwerk heruntergeladen haben. Ich erledige das so bald wie möglich. Perfekt. Sie finden Bugsil in ihrer Werkstatt. Hoffentlich sehen wir uns wieder, unter besseren Umständen. Joel, wir haben eine Gruppe Widerstandskämpfer befreit. Ihr Anführer heißt Nilch. Sie können uns jetzt bei meiner Position abholen lassen. Ein Shuttle ist schon unterwegs. Ach, das war die... Das gut. Hier ist bedeutend. Die Befreiung wichtiger Widerstandsagenten und die Sicherstellung von Informationen, die sie den Cat gestohlen hatten. Sie haben viele Zweifel an ihnen ausgeräumt, Ryan. Selbst Ephra muss jetzt von ihren Absichten überzeugt sein. Was ist mit dem Datenlaufwerk, das uns Nilch anvertraut hat? Guter Punkt. Wenn Sie es vorziehen, könnten Sie jetzt auch nach Techix gehen und später mit Ephra reden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ich gehe erstmal nach Techix, glaube ich. Ich muss dieses Datenlaufwerk nach Techix bringen. Mit Ephra kann ich mich später befassen. Ich dachte mir schon, dass Sie das sagen würden. Na schön. Wir sprechen mit Ephra, sobald sie ihre Aufgaben hier erledigt haben. Ach. Okay. Ephra vom Meetingraum im Tempest zu kontaktieren, okay.
Ich registriere einen Temperaturabfall. Ja, ist schön. Freu dich. So, Karte. Es gibt natürlich noch eine Menge hier zu erkunden. Die medizinischen Lager, Mineralien nicht unbedingt. Aber hier ist auch schon mal so ein Ding hier nochmal. Also, da werden wir nochmal drauf hinkommen, aber die Frage ist, jetzt oder später? Wir könnten mal das hier zumindest mal Temperaturen liegen im Normalbereich in den Fokus legen. Und wir könnten auch nochmal reingehen, weil das hatten wir ja eben vertagt. Ich habe auch übrigens, glaube ich, gelesen, dass ich nicht mehr so viel Platz habe für neue Sachen. Also da müssen wir doch mal gucken, ob wir so ein Upgrade kaufen können, was uns mehr Platz gibt. Wenn wir da. Bei Pistolen finden allerhand Sachen, aber auch teilweise Sachen, die wir nicht gebrauchen können, wie Pistolenläufe und sowas. Also. Und da ich die Waffen von meinen Gruppenlehren, glaube ich, nicht modifizieren kann. Temperaturen unter dem Normalwert. Was schade ist, ja. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Okay, das Gewehr, was wir von den schon mal gefunden hatten, ist ja Level 2. Für mich ist aber nichts, es ist so ein... Erst aufladen, dann kannst du feuern, das ist so... Ich habe großen Respekt vor den Agaha. So wie sie kämpfen. Ha, fast wie Krogana. Aber eben nur fast wie Krogana. Sie sind ein zäher Haufen. Ansehen. Wo da war noch was? Bei denen da? Ah, das ist nur... Das ist so einer.